Oswald kichert, holt den Dolch. Und auch 10 Punkte. Auch auf die Nase zielen. Ja, 11 Punkte. Okay. Jo. 20 für Oswald, 21 für dich, Captain. Ich habe gerade so gewonnen, habe 1000 Kupfer, Seemannserfahrung und Moral. Sehr schön. Und ja, wir kennen das Spiel, nur dass es immer andere Leute sind. Was bist du? Auch ein Sklavenhändler, ja. Den kreuzen wir mal einfach. Oh, hier ist wieder eine Insel. Eine Vampirkrypta, genau. Oh, Mensch. Kann's nicht mal was Nettes sein? Wald der verborgenen Äste. Okay, wir haben Wasser gefunden. Was ist hier oben? Ach, ein Obsthain, okay. Dann schauen wir uns erstmal den Wald an. Bevor wir uns mit Vampiren anlegen. Was für ein Spaß, ey. Der Altarstein vor dir ist leer. Da sind nur eingetrocknete Blutfinger und ein paar Haare auf der Oberfläche zu sehen. Den Altar untersuchen. Der Bereich vor dem Altar ist glatt geht. Rieben von Jahrhunderten von Füßen, die sich dort bewegt und unzähligen Knien, die davor gebetet haben. Irgendwo tropft von oben Wasser herab, das hat hinter dem Altar eine Pfütze von sumpfigem Schlamm geschaffen. Du kratzt ein wenig von dem alten Blut auf der Oberfläche des Altars ab. Darunter findest du ein Spinnennetz aus tiefen Einschnitten in den Stein. Sie sind Zeugnisse für die vielen schrecklichen Opfer, die hier erbracht worden sein müssen. Den Bereich untersuchen. Der erste oberflächliche Erkundungsaltar ergibt nichts, das von Interesse wäre. Ja. Der Fehlschlag. Das heißt, ich muss überleben bei der noch weiter steigern. Ja. Also kann ich mir gleich notieren. Ja. Mannschaft, Lehrer, Händler. Nördlich. Krummsporn. Idee. Überleben 11 plus. So. Das ist ja nördlich von Krummsporn, genau. Ah. Gut, dann lasse ich auch die Nö, ich hole mir die Vampirkrypta mal. In der Ferne erkennst du einen Eingang zu einer Höhle am Berghang, nur notdürftig versteckt hinter den verkümmerten Stämmen der blattlosen Bäume. Dich der Höhle nähern. Als du dich in der Höhle näherst, knackt etwas unter deinem Stiefel. Du schaust hinab, erwartest einen zerbrochenen Stock zu sehen, doch stattdessen erblickst du die zersplitterten Überreste eines uralten Knochens. Du betrachtest den Boden vor der Höhle nun mit ganz neuen Augen. Was du zuerst für abgerissene Zweige gehalten hast, sind alles Knochen. Manche von ihnen sind halb mit der Erde vergraben, andere aufeinander gehäuft. Viele von ihnen sind vom Alter gebleicht. Du zögerst im Höhleneingang. Der Weg dahinter erstreckt sich in pechschwarze Dunkelheit. Es riecht nach Tod und Verwesung. Ja, wenn es eine Vampirkrypta ist. Eine Vampir, nicht Vampirkrypta. Oh, wie ich Vampire hasse. Sie ist nicht groß, okay. Ist aber voller Knochen. Richtiger Knochenberg, ey. Ein Haufen Knochen ist alles, was von den 1000 Personen geblieben ist, die in dieser Höhle gestorben sind.
path. I can't see you, you sneaky bastard. Okay, Vampir. Stand together. Da war noch ein Vampir, okay. Hau mal das hier raus, Palegina. Du machst das noch an, Hedea. Du beschwör dein Phantom. Du nimm mal den da für eine Weile aus dem Spiel. Oh. Okay. Ich glaube auch nicht, dass Seraphin jemanden hier übernehmen kann. Okay, tötet erst den, der keine Angst hat. Seraphim versucht nochmal den, der gerade Angst hat, aus dem Spiel zu nehmen. Ja, ist er. Work's cut out for us now. Ich hoffe mal, die ja, es hat nachgelassen, sehr gut. Seraphim versucht den dann nochmal aus dem Spiel zu nehmen. Leider nichts gebracht. Okay, jetzt ist Alof übernommen. Okay, Heilung war gerade so durch. So, wirf den mal um. So, jetzt sind die Vampire tot. Seraphim hat's erwischt. Hätte ihn heilen sollen mit Palegina. Tell me. So, sind alle tot. At once. Dieser antike Andrasak ruht auf einem abgewetzten Sockel aus Stein. Ah. Okay. Oh, Gewand der Gabenbringerin. Plus ein Schnellauswahlplätze, plus 1 Waffensets. Alle Verteidigungen außer Abwehr. Bonus ersetzt sich mit der Geschichtefähigkeit. Hm. Wer hat hier hohe Geschichte? Du nicht? Also geht er an Alof. Was für einen habe ich denn da nochmal?
Intellekt, Entschlossenheit, okay. Ach ja, das wollte ich dir geben. Der macht Verfassung, Intellekt, Intellekt. Ah, dann kriegst du den mal. So. Spiegelung, Abwehr gegen Fernkampfwaffen, Heimlichkeit. Warte mal, der macht Überleben plus 1. Hm. Da dürft ihr beide gerade mal kurz tauschen. Nö, der ist nicht so toll. Weil jetzt müsste Edea Überleben 11 haben. Genau, das brauchen wir doch. So, das war hier drin. Jetzt holen wir uns noch das, was hier drin ist. Tag der Gestalt des einschüchternden Grobians. Ja. Okay. Die war ja doch nicht so schlimm, wie erwartet. Muss aber auf jeden Fall bald mal ordentlich rasten irgendwo. Aber ja, so könnte, sollte Edea eigentlich in der Lage sein. Inselname. Alter. Insel. So, jetzt gucken wir uns nochmal das hier an. Ja, den Altar untersuchen, den Bereich untersuchen. Der untersucht die Schlammpfütze hinter dem Altar mit den Händen und fördert ein ziemlich mitgenommenes Buch mit Eintragung zutage. Es hat ganz sicher bessere Tage gesehen, aber einige der Seiten sind noch immer lesbar. Ja, Gegenstand erhalten, durchnässtes Tagebuch. Die krakelige Handschrift in diesem Tagebuch ist größtenteils unleserlich. Einige Phrasen sind jedoch entzifferbar. Es F.H.E.T. Akemia Mahor und die sanguinische Ernte. Ja, der Bereich sind da, bla, da. Bereich, sonst ist da nichts mehr. Okay. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir dafür Tekeo bräuchten. Deswegen behalte ich das Ding mal einfach auf dem Schirm. Ja, hier waren wir halt noch nicht an der Rasagi-Passage. Also hier hätten wir anlegen können. Und ich glaube hier weiter oben mit der Kristallwüste, genau. Ja, da sinkt die Moral wieder. So, wir haben hier alles. Das heißt, es geht nach Oriokohiki. Oh Gott, es sind wieder zwei von diesen Schiffen. Ja,
Ja, von denen bin ich leider schon zu weit weg.